da bin ich jeden Tag um mein Leben gelaufen. Ich kann jetzt auch sagen, da ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Vielleicht eine witzige Anekdote: Wir haben so eine Uhr gehabt, die hat den Zustand des Körpers gemessen. Und bei mir war jeden Tag 5. Ja, das heißt, du darfst gar nichts machen. Du darfst maximal spazieren gehen. Und dann hat man nicht trainieren dürfen. Und ich war mit Jürgen Bachtocker im Zimmer und habe ihm gesagt: Erst hau da du nochmal meine Uhr drauf. Und dann war halt 2 oder 3 und dann habe ich trotzdem trainiert. Oder habe trainieren dürfen, sonst wäre ich nie in diesen Kader reingerutscht. Aber das beweist nur, ich habe einfach alles geben wollen, habe alles dafür getan. Und das war dann für mich dann schon auch einer der größten Erfolge in der gesamten Konstellation in meiner Karriere, da noch dabei sein zu dürfen. Ich habe leider nicht gespielt bei der Euro, aber ich bin dort gewesen, war auf der Bank und habe es wirklich genossen, dass ich dabei sein habe dürfen. Vereinhören. Der offizielle Podcast des SK Rapid.